Weiter geht's hier in Pokémon Schild. In dem Turnier letzte Folge haben wir Kate besiegt und Beta sogar auch. Und nun, wir starten nun in die zweite Runde des Finalturniers. Welcher der vier verbleibenden Trainer wird am Ende dem Champ gegenüberstehen? Weiter geht es mit dem ersten Kampf der zweiten Runde des Finalturniers. In der ersten Runde konnte Michael sich nun im unerwarteten Kampf gegen Betis durchsetzen und hat selbst Arenaleiterin Kate bezwungen. Wird sie ihre Siegserie fortsetzen? Nicht, wenn es nach ihrem Gegner geht. Applaus für Neo, den Schweigsam. Hallo. Ich bin's wieder. So scheint's gesund in Form zu sein. Ich kann mich noch nicht gut an dich erinnern. Weil du bist der stärkste Challenger, der je in meinem Stadion aufgekreuzt ist. Ja, lass uns kämpfen. Okay, Neo. Das mache ich doch gerne mit links. Und auch manchmal nur rechts. Oh, let's go. Zwirfinst? Digga, übertreib! Yo, einfach ein freaking Zwirfinst! Sehen. Ich will mich am liebsten irgendwo verkriechen, aber ich werde kämpfen. Also, alle sehen zu, hat er gesagt, nicht alles zu sehen. Ich hab die falsch gelesen. Sorry. Egal. Ich schieße ihn ab und das war's für ihn. Kein Problem. Pew pew. Er lebt noch. Oh Gott, auch sein Mund, Alter. Ja, das ist übrigens sein Mund. Und soweit ich weiß, ist oben das Ding da in der Mitte, das ist sein Auge. Unten das in seinem Körper, in seiner Brust, das sind nicht die Augen. Soweit ich weiß. Ich glaube, das ist halt nur der Ort für seinen Mund. Es ist gerade eine Vollheilung gelitten. Aber eine Vollheilung. Vollheilung. Voll der Rotz, die Vollheilung. Was soll das da? Soll das, er lebt nicht mehr. Er war das schon vorher nicht, er war ein Geist. Houtini Level Up. Nice. Mortipot. Oh oh. Da sollen wir aufpassen. Ich tue erstmal Zwolock rein, damit er mir nicht wehtun kann. Weil er ist der Geist. Ich bin der Normal. Jetzt gucke ich mal, was sehr effektiv ist. Kampf war es nicht, oder? Nee, wirkungslos. Ja, aber auch gegen mich, deshalb passt das. Ich würde sagen, Kusi. Kurz geht auch noch ein Kusi. Heute haben wir vor, das meiste hier zu schaffen. Heute habe ich nicht vor, Dillion zu besiegen. In dieser Folge, weil das werden wir wahrscheinlich nicht schaffen. Außer ich schaffe es aus irgendeinem Grund. Lol, das wäre lustig. Aber ich bezweifle es. Sagen wir es so, ich bezweifle, dass wir es schaffen. So. Bürde. Boah, du bist so uncool. Schutzschild. Mimimi. Ich hasse Schutzschild. Wer kam auf die Idee? Wow, what were they thinking? Wow, eine AP verschwenden. Super. Was? Und ich... Oh nein. Was? Seit wann kann er... Och nee. Nein, hör auf. So, wann kann der Spukball? Seit wann kann der Spukball? Oh, fuck, seine Ini. Der wird auf jeden Fall anfangen. Oh, seit wann kann der Spukball? Es bringt nichts. Bevor ich alle einsetze, bringen wir es sofort zur Strecke. Ich habe keine Lust. Es ist zu schwer hier.
Digga, das Vieh ist stark, ist Frick. Schieß es sofort ab, Digga. Nein! Nein! Was zum Fass? Oh mein Gott. Was soll ich denn machen? Der will mich doch echt verarschen. Ja, immer nicht wenig. Er muss auf jeden Fall schlafen, sonst habe ich keine Chance. Wieso darf er anfangen? Sind die, ist es doch schnell. Oh. Was ist denn das für eine Rotz hier? Ich habe schon gar keine Lust mehr auf irgendwas. Ich bin unmotiviert wie sonst was. Nio, ey. Ich hab dich gemocht, Nio. Ich hab dich gemocht. Und dann machst du sowas. Scheiß auf die Heilung, ey. Switch jetzt rüber. Ich muss versuchen, den zu one-hitten irgendwie. Ja, war klar. Natürlich macht er da. Natürlich! Alter. Ach was, ich lebe noch? Ach so, ich habe noch ein KP. Ich habe noch ein KP. Bitte lass mich nicht angreifen, bitte. Mhm. Ja, cool. Mhm. Natürlich. 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 Ach so. Mhm. Ach so. Ach so, ja. Mhm. Yes. Das hatte ich gehofft. Weil das Vieh hat nicht viel Leben, aber hat eine Rüstung wie sonst was. Deshalb ist es auch Bruchrüstung. Und ist ultra stark. So, die Verzerrung hilft mir. Ich habe auch noch Genesung. Ich muss echt sagen, Krimi hat mir immer in der Nothilfe geholfen. In der Not geholfen, was auch immer, ja. Und dafür liebe ich mein Krimi. Bin sehr stolz darauf, dass ich das ins Team, im Team gelassen habe. Weil ihr seht ja, das, Digga, das Vieh. Guck mal hier, zack. Volltreffer war das so gewesen. Gut, jetzt mal so in seinem richtigen Kampf. Skelabra? Noch mehr OP-Pokémon vielleicht? Ich weiß ja nicht. Aber so langsam wird es lächerlich, oder? Findest du nicht auch? Drei Beleber. Ob Krimi das aushält? Warum ist Spuka, ist die Animation für Spukba auf einmal in diesem Spiel so kacke? Verteidigung ist gesunken, ja, da muss ich eigentlich was machen hier. Vitakus. Natürlich ein Volltreffer, natürlich! Natürlich. Was noch sonst?
Ja, das Typ auch, weil es ist Geistfeuer. Deshalb ist er wirklich. Gorgason. Sein vorletztes Pokémon, glaube ich. Ich weiß nicht, was ich kommentieren soll. Ich bin schockiert, dass dieser Kampf so bestialisch schlecht gelaufen ist. Das war bei Kate was anderes. Aber hier, Digga. Oh, Gengar, ey, der will mich doch verarschen. Mein letztes Pokémon ist ganz allein. Wie traurig, wie beängstigend. Giga Dynamax Gengar, cool. Ja, komm, ich will das Laber nicht von ihm hören. Ich will das einfach skippen. Ich will Plus drücken und dann das skippen. Das heißt, muss ich zweimal die Helden zum Abwarten, weil der muss auch nochmal machen. Und der redet dann auch nochmal, deshalb dauert das auch nochmal länger. Das ist nervig. Bei Mega-Entwicklung ist auch nicht so lange. Dann machst du einfach tschum, 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 und dann bam, ist es da. Und hier? Ja, taucht alles in Dunkelheit, juhu. Heilige Scheiße. Ja, wir werden auf jeden Fall in der nächsten Folge dann gegen Dedon kämpfen. Denke ich mal. Hä? Ich dachte mir gerade, wo ist der hin? Der war am Boden. So. Verreck in deinen Mund. Schluck. Schluck alles. Boom, boom, boom. Zuflucht? Was ist das für eine Attacke? Die Attacke kann nur eingesetzt werden, nachdem alle verfügbaren Attacken ausgeführt worden sind. Also muss ich Gegenschlag, Kopfschuss und Wasserschild mindestens einmal eingesetzt haben, damit ich das. Nein. Aber guck mal, das ist stärker als Risikotackle. Risikotackle macht mir sogar Damage an mich selbst, deshalb lasse ich das. Also suche ich Zuflucht rein. Okay. Puh. Wer wird der letzte Kampf sein, VD Leon? Vielleicht konnte ich durch den Maske nicht sehen, wie stark du wirklich bist. Maike hat es geschafft! Mit Bravour meistert sie die zweite Runde! Sonnerwetter, bist du stark für mich. Und ich hoffe, dass du noch stärker wirst. Starke Trinder finde ich gut. Wer wird unserem unaufhaltbaren Challenger im entscheidenden Kampf gegenüberstehen? Wird es Ness, der Dynamax-Verweigerer, oder doch Roy, der Drachensturm? Bleiben Sie dran! Hier sind die Ergebnisse von Runde 2. Roy hat gewonnen. Oh Gott, gegen Roy nochmal! Oh, wie es aussieht, hat Roy mit Ness kurzen Prozess gemacht. Uff, armer Ness. But okay. Hey, nicht schubsen, Mary. Oh, Michael, tut mir leid. Nach meiner Schleppe wollte ich unbedingt das Nest nicht als Revanche besiegt. Aber was macht mein großer Herrbruder? Er fliegt sofort im Kampf gegen Roy raus. Echt toll gemacht, Ness. Jetzt denkt bestimmt alles, unsere Familie nichts auf dem Kasten hat. Ach was? Ihr weißt doch, wie stark Roy ist. Und dafür, dass ich komplett auf Dynamax verzichtet habe, konnte ich echt gut mit ihm mithalten. Das haben die Zuschauer schon geschnallt, das bin ich mir ganz sicher. Das ist mir schon klar. Ich habe genau gesehen, dass du einen tollen Kampf durch ihn gelegt hast. Aber genau deswegen wollte ich auch unbedingt, dass du gewinnst. Ich wollte dich auch. Ich bitte dich, Maike. Schau dir den Titel. Ich freue dich auch an.
Sorry, dass wir dich gerade mit unserem eigenen Drama in Kotelett ans Ohr gelabert haben, aber das ist sicher das Letzte, das du vor dem entscheidenden Kampf des Turniers brauchst. Roy wartet schon auf den Platz auf dich. Zeig ihm, was eine Hacke ist. Ja, das ist komplett schlapp. Okay. Gegen Roy. Und in der nächsten Folge gegen Elion, den Champ. Let's go! Let's go! Meine Damen und Herren, es ist soweit! Der letzte Kampf des Finalturniers beginnt! Wer wird sich das Recht erstreiten, den unschlagbaren Delion herauszufordern? Wird es Maike sein, der glänzende neue Stern am Trainerhimmel? Oder wird es der ewige Rivale des Champs sein, Roy, der Drachensturm? Hey, jetzt hast du es also bisher geschafft! Du bist echt eine Nummer für sich! Delion hat die richtige Entscheidung getroffen, als er dir die Empfehlung geschrieben hat. Sieht so aus, als möchte ich erstmal an dir vorbei, wenn ich gegen dir antreten will. Ich bin so scharf auf dieses Duell, dass ich mein ganzes Team auf Einzelkämpfe ausgerichtet habe. Du denkst nun sicher, für wen hält sich der Typ? Er hat doch das letzte Mal schon verloren. Aber glaub mir, in diesem Kampf wirst du einen völlig anderen Roy kennenlernen. Na, ist ja jetzt hier Einzelkampf, kein Doppelkampf. Meint ihr nicht Drachen-Pokémon? Du kannst mir jetzt sehen, dass Kurtel Drache ist. Das ist Typ Feuer. Das ist ja genauso wie mit Glurak, ey. Dürre, erzittere vor der Kraft der Sonne! Cool, wenn du meinst. Kurtel, hey! Sorry, Bro, ne, aber tschüss! Yeah! Was kommt nun? Viscogon. Habe ich keine Ahnung, was dagegen effektiv ist. Bleibe ich erstmal ganz vermungen. Oh, das ist die letzte Entwicklung. Ich schaue, das ist die Vorentwicklung. Warte, es tropft. Warum tropft es da? Okay. Cool. Oh, stimmt. Ich habe es noch nie gesehen, deshalb weiß ich es nicht. Egal. Ich schieße einfach ab. Passt schon. Ja, yeah, kein Problem, Bro. Bam. Doch ein großes Problem, Bro. Ich sehe es. Uff. Donnerwetter. Komm, schlaf mal ein hier. Es tropft sogar oben am Kopf, am Hals. Vegetarier? Was? Es wacht sofort auf und kriegt einen Angriffsboost. Macht Regentanz? Really? Es regnet, ein geiler Regen, weil ich bei mir am Hals geilen Körper, super cool, was immer. Komm, wir schlafen. Wie viel Schaden macht das? Ich bin so schwach. Wieso wacht der instant auf? Ach nee, ich hab keinen Bock mehr. Ich muss weiter kämpfen. Auch wenn ich so viel Wind Damage mache. Ich bin robust. Und die anderen sind es nicht so sehr. Zwolok vielleicht, aber ich weiß nicht. Ich würde es ihm nicht zutrauen. Ihr. Also mal. Ich muss die ganze Zeit Schallwelle einsetzen. Bis das Vieh stirbt. Oder er ist halt.
Also nach der nächsten Attacke setze ich einfach Synthese ein. Passt. Okay, Regentanz ist zu Ende. Ja komm, einmal halt ich noch raus. Eigentlich will ich gar nicht heilen. Aber ich glaube, er halt auch. Deshalb heil ich. Ja, wusste es. Okay. Was mit Regenwetter? Ist das nicht so sehr viel? Hm. Uff. Das ist erst das zweite Pokémon von ihm. Aber ich habe euch ja gesagt, heute kommt nicht der Dino im Kampf. Da kommt erst die nächste Folge. Das dauert mir tatsächlich zu lang. Ich versuche mal mit Zwolok. Mit den Tellern geht nicht. Das Ding hat Donner. Ist so krass, wenn das trifft. So voll. Damn. Hm. Machen wir erstmal Watteschild. Machen wir jetzt mal alle Attacken, damit ich Zuflucht machen kann. Der Zuflucht hört sich nach einer mega geilen Attacke an. Super. Super. Yay, ich laber gar nichts, weil ich gerade selber am Überlegen bin, wie ich das Ganze vorangehe. Super. Kopflos. Oh! Perfekt. Gegen Schlag und danach Zuflucht. Ja, jetzt mache ich Zuflucht. Nice! Let's go! Wie das aussah. Nice! Zuflucht ist dann mega OP. Inteleon und Krebi Level Up. Alter, Inteleon ist so OP. Hydro-Pumpe! Holy shit! Warte, ich muss mal Hydro-Pumpe keine Runde aussetzen? Let's go! Aber nur Genauigkeit von 80. Und hat nur 5. Einen Moment, bevor ich das mache. I'll pass. Sorry. Oh, Tautomatte. Oh, ich hab so Hunger gerade. Warum auch immer. Ich nehme die ganze Zeit schon auf. Den ganzen Tag lang. Und ich weiß nicht, ich hab nicht viel gegessen. Ich hab Hunger. Tautonator. Yo, Tautonator. Ich wollte ja zwar eigentlich meine Mega-Attacke zeigen, ne? Aber meine Hydro-Pumpe, aber tja, kriegst du nur den Finger. Sorry. Sein vorletztes Pokémon. Nach Silenprims 55 ab. Heilopfer. Why you wanna commit Sudoku? Libeldra. Keine Ahnung, was dagegen effektiv ist. Das ist Drache. Und Flug. Dracheflug ist das. Ich weiß nicht, was ich einsetzen soll. Ey, irgendwann bräuchte ich einfach unbedingt so eine Tabelle, die ich einfach irgendwo direkt neben mir stehen habe oder so. Und dann kann ich immer gucken, okay, da, das, okay. Wisst ihr, was ich meine? Ich brauche das dringend. Ihr seht, ich habe keinen blassen Schimmer mit den Typen. Ich bin zu dumm dafür. So, Duralodon! Jetzt!
geht's an die Wurst. Und machen darf das Zwolok. Ich glaube, ich werde gegen Delon gewinnen. Also besiege ich dich erstmal. Bevor ich überhaupt gegen ihn kämpfen kann. So, Giga Dynamax. Und ich mache nur normales Dynamax. Aber passt schon, Leute, passt schon. Düner Faust. Yeah! Weht ihr Winde, mein Panda wird jene immer aus dem Stadion pusten. Yeah! Ah, ich bin cool. Ja? Wissen wir das? Du bist aber nicht cool genug, um zu gewinnen. Das kann ich ja sagen. Okay, interessant. Ja, komm mal ran. In Hoffnung auf den Volltreffer! Das wird schon. Ich hoffe, ihr seid gehypt auf die nächste Folge. In der nächsten Folge. Ja. Dann werden wir schon gegen Delon kämpfen. Das ist schon das Ende, Leute. Das ist schon das Ende. Komm bitte, Volltreffer jetzt noch. Komm, ich brauch Glück. Sonst sterbe ich. Yes. Das war kein Volltreffer, aber trotzdem nice. Wir haben gewonnen und dürfen gegen Delon kämpfen. Nächste Folge. Cozy Level Up. Nice. Es ist bitter, kurz vor dem Finale zu verlieren, aber man soll viel lindern den Schmerz. Maike hat den Sieg errungen! Ich fasse es nicht. Ich war so stolz auf die Fortschritte, die mein Team und ich gemacht haben, und dann kommst du mit einem Team an, das noch tausendmal besser ist. Unglaublich, wie viel du in so einer kurzen Zeit dazugelernt hast. Ich gehöre noch längst nicht zum alten Eisen, aber es ist immer wieder erschreckend, was selbst ein kleiner Altersunterschied ausmachen kann. Du hast eine strahlende Zukunft vor dir. Lass jetzt nicht locker und zeig's, Delon. Die Goldene Nummer 1, Maike, hat einen unfassbaren Sieg erfahren. Sie wissen, was das bedeutet, liebe Zuschauer. Der Trainer, dem Delon selbst eine Empfehlung für die Arena Challenge geschrieben hat, wird nun beim Champ Cup teilnehmen. Oder beim Champ-Match. Hier ist das Ergebnis des Finales. Wow. Ey, gleich ist es soweit. Was? Oh, das ist Libalo. Ich werde der lauteste Fan im Stadion sein. Ja, jetzt muss ich mich nur noch entscheiden, wen von euch beiden ich anfeuern soll. Meinen großen Bruder oder meine Rivalin? Puh, das ist echt keine leichte Entscheidung. Libalo! Jo, lass mich mal machen. Ach stimmt, Mario Götze, du meinst... Warte mal, komm es. Götze, komm es. Lass dich gleich. Du meinst, ich soll Maike anfeuern? Ja, das habe ich auch tendiert. Schließlich haben wir so viel zusammen erlebt, seit wir Furlongheim verlassen haben. Naja, also eigentlich wollte ich ja nur, dass du mir Essen bringst und mich wieder mit Memon spielen lässt. Eigentlich gibt's ja gar nichts zu überlegen. Mann, ich werde hier voll ignoriert. Abends, lieber Lou. Mach das Unmögliche möglich und schlag den unschlagbaren Champ. Du musst gewinnen. Yeah, mach das, schaff das, Libalo. Ich finde immer, dass Libalo aussieht wie einer, der aus Ring Fit Adventure kommen könnte.
Naja, egal. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne eine positive Bewertung da. In der nächsten Folge gibt es dann den ultimativen Champ-Kampf gegen Darion. Verpasst das bloß nicht.